Hallöchen zusammen, da bin ich wieder und ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid, dann herzlich willkommen. Ich hoffe, es gefällt euch, was ihr hier so zu sehen bekommt. Heute machen wir frostige Schneeflockennägel, passend zum Wetter draußen. Es ist nämlich alles total verfroren und eingefroren. Sieht natürlich irgendwie schön aus. Wenn es aber jetzt anfängt zu schneien, dann wird es lustig mit Autofahren und Sonstigem. Wir werden mal sehen. Jedenfalls dachte ich mir, da mache ich was, was zum Wetter passt. Was habe ich heute bis jetzt alles benutzt? Erstmal wie immer Basecoat Sally Hansen Complete Care 7 in 1 habe ich da genommen. Und dann habe ich hier von BU einen Nagellack. Und ich hoffe, das kann man jetzt auch wieder schön sehen, dass der hier glitzert. Jede Menge silberne Glitzerpartikel hat er hier drin. Den habe ich also auf meinen Nägeln. Zwei Schichten braucht man da, damit der deckend wird. Bei meinem Daumennagel habe ich sogar drei Schichten drauf gemacht. Ich mache nachher dann auch nochmal das andere Licht an, dann sieht man das wahrscheinlich ein bisschen schöner glitzern. Der ist also richtig weiß mit jeder Menge Silberglitzer drin. Funkelt also wunderschön. Angel Wings heißt der. Habe ich bei Douglas gekauft. Da steht jetzt, das soll matt trocknen. Trocknet allerdings nicht matt, sondern eher glänzend. Aber ich habe sowieso einen Topcoat drüber gemacht, den Sally Hansen Instadry. Nicht den Instadry. Den Sally Hansen Miracle Gel Topcoat. Und dann stemple ich mit der Dixie-Platte DP06. Die habe ich euch ja auch schon gezeigt. Das sind die Weihnachts- und Wintermotive von der Kate. Und wir werden heute benutzen die Schneeflocken und die kleinen süßen Schneemänner hier an der Seite. Könnt ihr die schön sehen? Ich hoffe es mal. Ja, hier kann man so gut sehen. Die nehme ich für den Akzentnagel. Die Schneeflocken nehmen wir hier für die Normalnägel. Und ich benutze zum Stempeln einen schönen silbernen Stamping-Lack, den ich von der Cynthia von Born Pretty geschickt bekommen habe, dass ich den mal ausprobieren darf. Vielen Dank, Cynthia. Ich linke euch das unten rein, direkt wo ihr den bestellen könnt. Das ist ein 6 ml Stamping Polish und der kostet momentan 1,99 Dollar. Ist also vom Preis her wirklich total günstig. Und hat also wirklich so ein richtig schönes Chromsilber, ist das schon, würde ich sagen. Ist schon auch ziemlich dickflüssig. Ich bin mal gespannt. Wir schauen, wie er ist, wie er pigmentiert ist. Sehen wir ja dann. Dann habe ich hier noch meinen Born Pretty Stamper. Ich linke euch auch unten meinen Born Pretty Code 10% rein. Und dann können wir eigentlich schon loslegen. Das war's schon. Es ist nämlich ganz simpel heute. Es wird auf Weiß, auf diesen wunderschönen Glitzerweiß kommt dann noch ein silberner Stamping drauf. Wie immer, auch im neuen Jahr. Zurücklehnen, entspannen, was zu trinken holen und mir beim Stempeln zusehen. Bis gleich. So, da bin ich wieder, alles fertig. Topcoat ist drauf. Ich brauche noch ein bisschen Nagelhautöl, aber das mache ich dann später. Ich finde, es sieht super schön aus, genau passend jetzt zum jetzigen Wetter. Und wenn ich hier so nah rangehe, könnt ihr schön sehen, wie der weiße Lack unten drunter glitzert. Das ist auch der Grund, warum ich hier jetzt nicht nochmal irgendwelchen holographischen Topcoat oder sonst was benutzt habe. Ich finde, das ist mit dem Glitzerlack, hier kann man es jetzt auch noch mal schön sehen, der Angel Wings von BU ist das. Das wirkt richtig
Schön. Und ja, ich habe mir ein paar Nägel abgebrochen zwischendurch und habe die jetzt dann auch mal abgeschnitten, damit sie dann jetzt mal wieder richtig nachwachsen. Aber das hat auch den Vorteil, dass ihr sehen könnt, wie ein Design auf einem längeren Nagel aussieht. Nämlich hier die kleinen Schneemänner, die sind total drollig. Oder auf einem kürzeren Nagel. Der Stamping-Lack, der silberne von Born Pretty, funktioniert super gut. Der ist allerdings sehr, sehr stark pigmentiert. Das heißt, ihr braucht wirklich ganz, ganz wenig nur davon. Wirklich nur so ein Streifen und dann drüber ziehen. Ich habe da am Anfang auch zu viel genommen eigentlich. Dann kann das passieren, dass man da halt mehrfach drüber scrapen muss und dann bei größeren Motiven mit viel Fläche, dann scrapt man sich da wieder was raus und das ist dann wieder kontraproduktiv. Also wirklich funktioniert sehr gut, verschmiert auch überhaupt nicht. Da passiert nichts mit dem Topcoat, mit dem Sally Hansen Miracle Gel. Den habe ich jetzt schon oft nach dem Stempeln benutzt. Und auch hier der Lack, das seht ihr ja, da ist nichts verschmiert. Das ist alles schön klar, wie sich das gehört ebenso. Was meint ihr denn? Gefällt euch meine Frosty Snowman und Frosty Snowflake Maniküre für die erste wöchentliche Maniküre im Jahr, im neuen Jahr 2017? Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, auch wenn es hier ein kurzer ist. Oben in der Ecke ist immer ein Link oder unten in der Beschreibung ist der gleiche Link. Könnt ihr einfach draufklicken und dann seid ihr abonniert, kostet euch nichts. Und dann seht ihr meine künftigen Videos und verpasst nichts. Und ich freue mich, weil dann sehe ich euch beim nächsten Mal wieder. Das war's dann schon für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, wo immer ihr auch seid. Und bis zum nächsten Mal. Tata!